Die Hasenheide liegt in Kreuzberg zwischen Südstern und Hermannplatz und bezeichnet sowohl die Straße als auch den Volkspark Hasenheide. Das kurfürstliche Hasengehege wurde erst 1838 nach Plänen von Lenné zu einem Volkspark umgestaltet. Vis-à-vis ist die Anlage der Kegelsporthalle zu sehen, die 1949 gebaut wurde und in der Tradition der Amüsiermeile Hasenheide stand. Die Karte von 1867 lässt Restaurationen und zwei kleine Brauereien erkennen, Ziel von tausenden Berlinern an Wochenenden und Feiertagen. 30 Jahre später sind Happold Brauerei und die Union Brauerei zu großen Betrieben mit Gasthöfen und Biergärten entwickelt. Ein Zeitgenosse schreibt, zur Abwechslung sind Würfel und Schießbuden aufgestellt, Blumenstände, wo man hübsche Topfpflanzen gewinnen kann. Von hier kann der Fremde sich den richtigen Begriff einer Völkerwanderung mitnehmen. 1910 gibt es fast auf jedem Grundstück ein Café, ein Tanzlokal oder auch größere Festsäle und Biergärten. Zum Teil befanden sich die Lokale im Erdgeschoss von Mietshäusern oder auf deren Hinterhöfen. In der Hasenheide reihten sich die Gaststätten aneinander. Neue Welt, Klims Festsäle, Unionsbrauerei, Happoldsche Brauerei, Hofjäger, Reinhard Sommertheater, Café Polene, zum Schwarzen Adler, Klabautermann, Erbsfestsäle, Konzertcafé Leon, Altes Schützenhaus, Katzenwirt, Heideklause, Heidereiter, Aschinger Filiale und zum alten Schießstand. Die Neue Welt am Hermannplatz war damals Berlins größter Saalbau und bot Platz für 4000 Besucher. Happolds Brauerei, das spätere Resi, besaß einen großen Garten, einen Musiktempel, eine Kaffeeküche und einen Pariser Tanzplatz unter freiem Himmel. Der Plan von 1980 zeigt Fragmente der Brauereien, neue Wohnbauten und die Kegelhallen. Sie wurden mit einem vorgelagerten Querbau mit einem alten Festsaal verbunden. Der Schwenk von der Kirche am Südstern zeigt das Wohngebirge, das heute anstelle von Happolds Brauerei und Resi steht. Im etwas unscheinbaren Quergebäude befindet sich ein Restaurant, die Umkleidekabinen, Waschräume und ein paar Büros. Im Hintergrund ist die Dachzone des eingebauten Festsaales zu erkennen. Ja, aber jetzt die neue, die war gleich mit den Automaten. Und die alte, die hinter dem Gebäude war früher und noch kleiner war, die waren noch mit Jungs, mit Aufstellen. Ja, ja. Sie haben ja 61 angefangen. Ich habe 61 hier angefangen, ja. Ja, das sind schon über 30 Jahre. 32 Jahre. 32, ja. Verlangt irgendwo seine Leistung, ja, aber das ist ja doch nicht so, als wenn man jetzt irgendein Berufssportler ist, ja. Ich meine, die Mannschaft weint mit denen, wenn der da draußen schlecht kehlt, genauso mit, wie er sich da draußen am meisten ärgert, ja. Das sind eben Tare beide, das klappt eben nicht. Und, ja, und da ärgert man sich persönlich schon, ja, mehr. Und wenn er dennoch rauskommt, die anderen, du bist ja der Pfeife, ja, dann ist er nur ganz am Boden. Also das wird keiner machen und da ist denn schon die Gemeinschaft, ist denn schon da. Und das ist ja an sich mit auch der Sinn der Sache, nicht? Die Gemeinschaft und die Sportler.
sportliche Aktivität. Man ist unter Menschen, man vergammelt nicht irgendwo auf der Straße rum oder wie manche, die haben denn ja kein Hobby. Ja, die wissen denn schon ja nicht mit sich anzufangen. Naja, da ist, wäre Anhalter Bahnhof, wäre die Kegelbrücke, Merkelschwürde und die Moabit. Die vier Stück, ne? Ja. Früher hatten wir noch einen Elefanten, der abgesteckt ist. Ach, die Spandauer, ja, richtig, die Spandauer. Spandauer ist aber, vielleicht schon gehört, Spandauer ist ein extra Verband wie Berlin. Was machen die überhaupt jetzt, wo alles eins ist? Früher, die Frauen, immer so nebeneinander. Genau, die kehlen dann mal, je nachdem, welche Haare sie denn da haben. Ne? Denn vor allen Dingen, das kommt ja auch immer hinzu, Frauen haben ja auch ganz andere Themen als die Männer. Ja, und dadurch hat sich das auch schon so ein bisschen, nicht? Aber ich wüsste ja nicht, wo Männer und Frauen zusammen sind. Also viele Leute, zum Beispiel mein Freund hier, der kommt ja auch, der ist ja auch, Olli, der war ja auch öfters mit beim Kegelverein und das finde ich, Kegeln ist was Besonderes, da kann man einen Pokal oder sowas mit nach Hause bringen, da kann man, hat man Freude dran, fährt mal weg, verreist mal mit dem Verein, das ist das Schönste von allen, das ist eine schöne Sache. Und das finde ich doof, dass die jetzt abgerissen wird, hier ist man nämlich gleich nah dran. Ne? Weil ich bin wach. Ein Stück Berlin, aber da ja. Es ist wie das eigene, was man mit eigenen Händen gebaut hat. Wie mit eigenen Händen hat man diese Halle gebaut. Der ganze Saal bleibt hier vorne und das andere wird alles hinten abgerissen. Das ist schlimm und ich weiß nicht, was man machen tun. Wirklich doof, dass sowas passieren tut, dass die abreisen. Das ist gemein. Wir hatten da so eine Gummibahn, das ist eine Asphaltbahn, haben sie auch schon abgerissen. Das war so schlimm, das konnte ich nicht, ja, das konnte ich gar nicht mit ansehen. Das ist so,
so traurig gewesen. Da ist mir richtig eine Träne rausgekommen. Ja. Weg. Das ist so traurig. Ich kann das nicht glauben.